Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. In diesem Video geht es nicht um das Arbeitsblatt, denn das haben wir in den vergangenen Videos schon fertig bearbeitet. Diesmal werden wir zum Abschluss ein paar SRDP-Aufgaben anschauen. Welche Aufgaben das sind, siehst du hier unten. Es steht immer dann bei der Angabe auch die Aufgabennummer dabei und du findest sie unter www.aufgabenpool.at. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was der Ergebnisraum ist und wie man ihn bestimmt, wie man Ereignisse bzw. Elementarereignisse bestimmt und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Und unser Ziel wird einfach sein, das Gelernte auf die Probe zu stellen und mit ein paar SRDP-Aufgaben zu üben und den Stoff zu verfestigen. Wir fangen jetzt hier mal mit der ersten Aufgabe an. Das ist aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik und im Zuordnungsformat. Das heißt, wir haben hier vier Teilaufgaben und wir sollen dann aus den sechs Antwortmöglichkeiten die vier richtigen auswählen. Ich würde dich wie immer bitten, das Video kurz zu pausieren, dir mal Zeit zu nehmen, die Angabe in Ruhe durchzulesen und zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung machen wir danach dann gemeinsam. So, ich habe jetzt hier die Aufgabe nochmal ein bisschen größer eingeblendet, damit man das Ganze besser lesen kann. Wir haben es mit einem idealen sechsseitigen Würfel zu tun. Das heißt jetzt nichts anderes, als dass der Würfel fair oder beziehungsweise ein Laplace-Würfel ist. Also, dass jede Augenzahl mit der gleichen Wahrscheinlichkeit geworfen wird. Und hier haben wir jetzt vier Fragestellungen, beziehungsweise wir haben eigentlich vier Ereignisse, die beschrieben werden und wir sollen die Wahrscheinlichkeit dazu berechnen. Bei der ersten Fragestellung ist die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine gerade Zahl gewürfelt wird. Also das Ereignis ist in diesem Fall jetzt gerade. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Zahl. Beim zweiten steht dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl größer als 4 gewürfelt wird. Das heißt, wir suchen die Wahrscheinlichkeit für größer als 4. Achtung, nicht größer gleich, sondern streng größer als 4. Selbe Idee haben wir bei der dritten Aufgabenstellung, kleiner 2 und bei der letzten größer als 1 und kleiner als 6. Jetzt überlegen wir uns einfach, welche der 6 Augenzahlen für das jeweilige Ereignis in Frage kommen und schreiben das ein bisschen um. Für die geraden Augenzahlen haben wir 2, 4 und 6. Für die Zahlen größer als 4 haben wir 5 und 6. Und für die Zahlen kleiner als 2 kommt die Zahl 1 in Frage und beim letzten Ereignis kommen die Zahlen 2, 3, 4 und 5 in Frage. Jetzt sehen wir hier die Ereignismengen in dieser Wahrscheinlichkeitsschreibweise schon drin und wir können recht gut abzählen, wie viele Ergebnisse für die jeweiligen Ereignisse in Frage kommen. Das sind dann unsere günstigen Ergebnisse. Insgesamt wollen wir ja das dann in die Formel einsetzen, Anzahl der günstigen geteilt durch die Anzahl der möglichen. Und wir haben im Ergebnisraum dann die 6 Augenzahlen, so wie immer, wie wir bis jetzt mit dem Würfel gearbeitet haben. Dann, wenn wir das einsetzen, kommen wir für die erste Aufgabenstellung auf 3 von 6 günstigen. Wenn wir diesen Bruch 3 Sechstel kürzen, ist das ein halbes. Bei der zweiten Aufgabenstellung haben wir 2 von 6 günstigen oder gekürzt ein Drittel. Bei der dritten ist das gleich das eine Sechstel und bei der vierten 4 Sechstel und gekürzt 2 Drittel. Diese habe ich jetzt ein bisschen nach links über verschoben und jetzt blenden wir auch die Auswahlmöglichkeiten ein und da können wir einfach schauen, welche Brüche bei welcher Antwortmöglichkeit dabei sind. Der erste Bruch ist die Antwort C, das heißt, die erste Teilaufgabe ist dann mit der Antwort C beantwortet. Dann haben wir ein Drittel, zweite mit A, hier ein Sechstel, die dritte mit B und hier zwei Drittel, also die vierte mit F. Das kann man dann auch ganz leicht mit der Musterlösung der Matura-Aufgaben überprüfen. Jetzt schauen wir weiter zur zweiten Aufgabe. Hier geht es um die Augensumme beim Würfeln. Das ist eine Aufgabenstellung, mit der wir auch schon in der Videoreihe zu tun gehabt haben. Ich würde dich wieder bitten, dir die Angabe in Ruhe durchzulesen, das Video zu pausieren und zunächst einmal zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Wie ich mir das überlegt habe, erfährst du gleich. Ich hoffe, du hast da deine Ergebnisse notiert. Jetzt schauen wir uns einmal an, was hier genau steht. Wir haben zwei unterscheidbare faire Würfel, sie sind sechsseitig und wir haben mal wieder die Augensumme. Jetzt ist unser Ereignis, das wir uns anschauen sollen, dass die Augensumme durch 5 teilbar ist. Das heißt jetzt in diesem Fall hier E, wahrscheinlich für Ereignis. Und wir sollen die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass dieses Ereignis eintritt. Ich habe jetzt hier wieder unsere Tabelle eingeblendet, bei der wir die Augensummen eingetragen haben. Jetzt schauen wir uns einfach an, welche Ergebnisse hier für uns in Frage kommen, also welche günstig sind. Und es gibt genau zwei Zahlen, für die das passt. Wir können 5 durch 5 teilen
und wir können 10 durch 5 teilen. Alle anderen Zahlen von 2 bis 12 sind nicht durch 5 teilbar. Jetzt schauen wir an, welche Möglichkeiten es hier für 5 und für 10 gibt. Das sind nämlich die günstigen. Das sind hier jeweils die Paare für 5, 4 und 1 oder 3 und 2 und dann halt die gespiegelten Varianten. Und für 10, 6 und 4 und 5 und 5. Ja, insgesamt sind das 7 Fälle von den 36 möglichen Kombinationen, die für uns günstig sind. Das setzen wir wieder in die Formel ein und dann kommen wir auf die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis mit 7 36. Jetzt schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Diesmal geht es um das Ziehen aus einer Urne mit roten und blauen Kugeln. Ich habe hier noch nicht die vollständige Angabe eingeblendet, weil die sehr groß ist. Ich würde dich aber bitten, das Video kurz zu pausieren, dir die Angabe durchzulesen und das Beispiel selbstständig zu lösen. Versuch außerdem, dir eine Begründung zu überlegen, warum die beiden anderen Antwortmöglichkeiten jeweils nicht die richtigen sind. Die vollständige Aufgabenstellung blende ich dir jetzt gleich ein. Okay, ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Jetzt geht es an die Auflösung. Die erste Teilfrage hier ist, dass der Grundraum für dieses Zufallsexperiment wie folgt lautet. Grundraum heißt nichts anderes als Ergebnisraum. Also der Grundraum G ist unser Ergebnisraum Omega. Die richtige Antwort ist in diesem Fall die dritte und wir können uns das so überlegen. Wir schauen uns ja an, welche Möglichkeiten für diesen Verlauf des Zufallsexperiments es gibt. Und hier haben wir auch alle Möglichkeiten drin. Wir können beim ersten Zug eine rote Kugel erwischen und dann eine rote. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, zuerst eine rote zu erwischen und dann eine blaue. Dann haben wir noch die Möglichkeit, beim ersten Zug keine rote, sondern eine blaue zu erwischen. Und hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen wir dann beim zweiten Zug eine rote oder wir ziehen nochmal eine blaue. Also das sind die vier möglichen Verläufe, die das Zufallsexperiment durchmachen kann. Die anderen beiden Varianten decken eben nicht alle Ereignisse ab, die hier stattfinden. Aber wir können uns überlegen, welche Ereignisse hier beschrieben werden. Beim ersten haben wir, dass zum Beispiel beim ersten Zug ein roter und beim zweiten Zug ein blauer Ball gezogen wird. Und das wäre dann hier erst rot, dann blau. Und die zweite Antwortmöglichkeit könnten wir zum Beispiel so beschreiben, dass wir entweder zwei gleiche Kugeln ziehen oder erst rot, dann blau. Also das wäre eine Möglichkeit, dieses Ereignis zu beschreiben. Die zweite Teilfrage bezieht sich darauf, was jetzt hier ein Ereignis sein kann. Und die richtige Antwort ist in diesem Fall die zweite, jede Teilmenge des Grundraumes. Hier drüben, also jedes Paar in der Klammer, steht für ein Ereignis, die wir ja vorher auch kurz durchgesprochen haben. Und die anderen beiden Antwortmöglichkeiten hier sind relativ schnell erklärt. Also die erste ist deswegen kein Ereignis, weil es einfach nur eine Wahrscheinlichkeit beschreibt. Hier steht ja die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine blaue Kugel gezogen wird. Und die zweite, oder also hier die andere, die dritte Antwortmöglichkeit, beschreibt ein Teilergebnis. Also hier haben wir das B. Das B wird ja auch hier beschrieben. Das steht für das Ziehen einer blauen Kugel. Wenn wir jetzt das Zufallsexperiment mit dem Urnenkugelziehen durchführen, dann kann bei einem Zug das passieren, dass wir eine blaue Kugel ziehen. Aber das sagt noch nicht, dass das Experiment deswegen fertig ist. Es ist einfach nur einer dieser beiden Züge. Also wir haben hier quasi ein Teilergebnis. Aber jedenfalls kein Ereignis. Das alleine reicht nämlich noch nicht aus. Jetzt schauen wir uns noch die vierte und letzte Aufgabe, die ich ausgewählt habe, an. Diesmal geht es wieder um die Augensumme und auch wieder um die zwei Fernspielwürfel, also so ähnlich wie bei der anderen Aufgabe, die wir uns das vorher schon angeschaut haben. Ich bitte dich auch hier wieder kurz das Video zu pausieren und die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir dann danach wieder gemeinsam. Ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Jetzt schauen wir uns an, wie wir das hier wieder mit der Tabelle machen können. Hier wird ja behauptet, dass die Augensumme 5 und die Augensumme 9 gleich wahrscheinlich sind. Also die Ereignisse Augensumme 5 und Augensumme 9 sollen dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Wir können uns in der Tabelle wieder anschauen, wie viele Fälle dafür in Frage kommen. Und wir sehen jetzt hier eigentlich schon recht gut, es gibt 4 Kombinationen für die Augensumme 5 und es gibt auch 4 Kombinationen für die Augensumme 9. Und wenn wir das dann wieder in unsere Formel einsetzen würden, dann würden wir auch die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 5, 4, 36 bekommen und dasselbe Ergebnis auch für die Wahrscheinlichkeit der Augensumme 9. Also diese Aussage ist wahr, weil wir auf dieselbe Wahrscheinlichkeit kommen. Und damit sind wir auch schon fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.